Ich hatte einen kleinen Fehler, deswegen musste ich nochmal kurz aus dem Spiel rausgehen. Deswegen ist jetzt gerade Tag. Immer wenn man neu lädt, ist wechselt einfach der Tag an sich. Aber egal. Wir holen uns mal das nächste Artefakt, würde ich sagen. Hey, ist eine muntere Truppe von Uruks, die da rumstehen. Deswegen sag ich mal, gute wie willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mittelerde Mordors Schatten mit freundlicher Unterstützung meines Sponsors von GamesPlanet.com. Ihr findet wie immer den Link dazu in der Videobeschreibung. Die setzen mir eigentlich hier rein theoretisch geradezu viele. Deswegen mache ich mal kurz einen Prozess mit euch. Höre meinen Willen. Also ich wollte eigentlich nur in das Artefakt da unten. Du kämpfst für mich. Das Tolle ist, ich kann das eigentlich machen immer. Dann kann ich euch kämpfen lassen und krieg die Erfahrung trotzdem, auch wenn ich nicht mehr beim Kampf beteiligt bin. Trick 17, weißt du. So, wo ist denn das Artefakt? Soll hier irgendwo sein, ne? Ey, warte mal. Ist das nicht so ein rotes, was ich da... Ja, geil! Die drittletzte Lebensherausforderung habe ich abgeschlossen. 7-mal von diesem blauen muss ich jetzt... Eieieiei, da drehen sie wieder durch hier. Da drehen sie wieder durch. Die Jäger lassen den Rest von uns mal schlecht aussehen. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich irgendwann mal auch mit Absicht töten lassen. Dafür sorgen, dass dann der mich killt, zum Häuptling wird. Das machen wir beim letzten Häuptling. Dieser Torwind scheint seine Grenzen nicht zu kennen. Er gehört nicht zu denen, die auf ihr Schicksal warten. Er läuft ihm entgegen. Wir machen dann Folgendes bei den zwei verbleibenden Uru-Häuptlingen. Bei dem einen werde ich 5 seiner Leibwächter gegen ihn schicken. Die muss ich erstmal hochleveln. Und beim anderen... Hier soll irgendwo noch das andere Artefakt sein. Bei dem anderen... werde ich dafür sorgen, dass ihr kriegt dafür eine Trophäe, wenn ihr 5 seiner Leibwächter gegen ihn schickt. Und es gibt eine Trophäe, wenn ihr einen Uruk, der euch tötet, zum Häuptling gemacht hat und ihn dann tötet. Das wollen wir also machen mit den beiden verbleibenden Uruk-Häuptlingen, bevor wir in der Story vorangehen. Aber wir werden uns hier ein bisschen durcharbeiten und nämlich die anderen Sachen alle erledigen, die hier sonst noch anstehen. Jetzt wollen wir aber erst nochmal schnell ungebrochen machen für die Sklaven. Unbroken. Dein Tod wurde gerecht. Ach, geil. Ich brauche mich jetzt eigentlich gerade nicht mehr um die normalen Machtspielchen zu kümmern, weil das ist eh auf Maximum. Das müsste ich jetzt nur machen, wenn ich versehentlich irgendwie so einen Uruk beseitige, den es wichtig ist. Die Uruks kennen keine Gnade mit Sklaven, die vor Schmerzen aufschreien. Wer Schwäche zeigt, der wird geschlagen und muss noch weitere Qualen erdulden. Dieser Kreis des Leidens muss gebrochen werden. Rette die Sklaven zu, das Ziel lass dich nicht treffen. Siehst du den Schmied dort? Was die eigentlich so dann gehen, ne? Wenn ihr für mich kämpft. Lösch die Dunkelheit aus! Warum solltest du das tun? Dann können Sie mir sagen, wie ich meine Waffen vergifte. Kloppen die sich jetzt alleine? Und dann schnell mal runter zu dem Sklaven. Hier rüber! Ja. Hilf mir! Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer! Ey, habe ich einen Festnagel hingekriegt? Was war das? Schnell mal hier rüber. Okay.
Dann muss ich euch doch so beseitigen. Eigentlich wollte ich gar nichts von dir. Diene meinem Willen. Ermordet die Verräter! Der Waldläufer weiß, dass wir zu stark für ihn sind. So bin ich auch kein Enzimmer getroffen. Das auch. Moment! Ich rieche etwas. Ja! Ich weiß nicht, was das war. So, sollen die Uruks sich da oben jetzt gleich mal selbst umbringen? Mit dem vergifteten Grog. Oh, war die Arbeit zu hart? War die Peitsche zu rau? Ich geb dir gleich etwas, worüber du dich wirklich beschweren kannst. Die bringen sich gerade gegenseitig um, das ist auch sehr schön. An dir statuieren wir ein Exempel. Alle Sklaven Mordors. Hast keine Chance gehabt, ne? So. Freizeit ist doch du. Ich danke dir. Wie konntest du mich denn eigentlich sehen? Was hast du vor? Okay. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hasse jeden einzelnen von euch Maden. Da bist du nicht der Einzige. Ich versteck mich mal hier. Hast du das gehört? Komm mal her. Ich bilde mir Dinge ein. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben. Komm noch ein Stück. War die Arbeit zu hart? War die Peitsche zu schmerzhaft? Kämpfe für mich. Kannst. Blut und Gewalt. Geh auf die Schüssel los. Komm, du hast ein Schild, du hast eine Hellebarde. Ich warte mal gerade ab, Moment. Während die abgelenkt sind, ich liebe diesen Schattenangriff. Und ich bin kein einziges Mal getroffen worden, ey, voilà. Ich dachte, die Qualen. So, was haben wir denn hier Feines? Rug Menschenhetzer nur bei seiner Machtprobe. Ah, ich muss ihn stärker machen, alles klar. Wird niemals hinten. Ich weiß nicht, wie ich es so lange ertragen konnte. Hab Dank. Tja, jetzt mal sehen, ob ich es verlasse. Ich muss mich gerade mal um meinen Schützling kümmern. Damit der Erfolg hat bei seinem Berufsaufstieg. Hat's geschmerzt? Hat's geschmerzt? What the fuck? Was in Deutsch? Egal. Heute haben wir das Sprechen verlernt. Habe ich ja eh schon festgehalten, ne? Bleichhaut, ich beobachte dich. Versuch gar nicht erst Dummheiten anzustellen. Machprobe. Urks müssen sich unter ihres gleich beweisen, indem sie tödliche Herausforderungen meistern, wenn sie überleben und nicht fliehen. Erlangen sie Macht. Misch dich bei der Machprobe ein mit einem verteidigenden Gefolgsmann. Ich muss ihn ja stärker machen. Weil so schwach wie der gerade ist, kann er ja nicht zum Leibwächter werden. Oh. Eine Schande, solch eine schöne Kreatur zu töten. Doch ich tue, was ich muss. Na toll. Da muss ich den Karagorn beseitigen. Das ging doch schnell. Yes, zum Leibwächter befördert. Sehr schön. Sind jetzt alle fünf deine Leibwächter? Das ist schön, das ist schön.
Außer ich muss noch eine Mission für einen von euch machen. Dass ich das schaffe, oder? War kein Problem für mich. Ja, toll. Weil ich dir geholfen habe, du neunmal klug. Egal. Nein. Die Macht, dafür brauche ich Kampf. Was? Kampfaufzehrung und Zerstörung. Naja. Na, das werde ich hier sowieso als nächstes freischalten. Oder habe ich noch Fähigkeitspunkte? Nein, aber ich kann ja hier was abkaufen. Hihi. Erhöhe der Fokus. Sehr schön. Wir nähern uns also dem Ganzen, was ich will. Ja, das kann ich also jetzt noch nicht machen. Holen wir uns das Artefakt, machen erstmal diese Legendenforschung und dann machen wir. Da oben ist ja noch was mit Bogen, Pfeilenbogen. Ich hab keine Angst vor Karagor. Der nächste, da oben kann ich irgendwie mich hin teleportieren. Ich bin ja auch das Wahnsinn, nämlich in eine Festung rein zu teleportieren, aber auch egal. Oh, das heißt, dann gibt's wieder eine richtig knackig schwere Aufgabe, ja? Was klimpert denn hier? Hab den Gemischtwarenladen aufgemacht. Das soll mir recht sein. Zerbrochener Stab. Dieser Zauberer, die Istari. Was weißt du über sie? Ist ihre Macht stärker als die deinige? Wir haben uns bisher noch nicht gemessen. Saruman, der Weiße, ist der Vorsitzende des Weißen Rates. Sein Wissen um die Ringe der Macht ist groß. Und deswegen hat er das missbraucht. Wer bist denn du? Gronk. Das reimt sich auf Gronk. Du bist aber nicht meinen. Wer ist Gronk? Gronk ist der wichtig? Nein, du bist nicht wichtig. Aber der soll mir jetzt egal sein. Ich will nämlich die Legendenforschung von meinem Dolch machen. Denn die haben wir auch bald alle abgeschlossen. Aber ich kann das gebrauchen für Erfahrung und Geld. Reinigung des Schattens. Seine Feinde bemühten sich vergeblich in Terror im Zaum zu halten. Er zerstörte sowohl ihr Bemühen als auch ihre Hoffnung. Vor die Legende des Dolches Acham. Acham! Lass dich entdecken, töte Uru, fuck it, nee, das ist gut. Was? Und locke drei Ux an oder lenke sie ab, um sie zu töten. Zusehen und zählen, wie viele Feinde ich niedermetzle. Ich werde zu beschäftigt, damit sein, meine eigenen Opfer zu zählen. Okay. Habt ihr das gehört? Was? Was? Ich wurde entdeckt, lol. Wer hat mich denn bitte entdeckt gehabt? Schon wieder kaum was zum Essen. Ich hab gesehen, wie der Hauptmann sich beim. Schleicht da jemand umher? Was auch immer es war, es hat voll. Schnell, bevor der mich sieht! Aha, das zählt auch als Ablenkung. Ist ja gut zu wissen. Ist da noch einer? Ach ne, das ist Ron. Gronk. Das war kein Kopftreffer. Fähigkeit freigeschaltet. Was habe ich denn jetzt? Was wollen wir denn jetzt machen? Oh, mache ich schon mal Zerstörung. Ich töte da aber hoffentlich nicht die, die ich vorbereitet habe für spätere Mission, oder? Was? Zeit zu sterben! Wieso hast du mich denn gesehen? Sauhund. Aber die Macht des einen ist jetzt auch verfügbar. Dann machen wir die doch, wenn die schon hier ist. So ein Schweinehund.
Seine Macht erfüllte seine Feinde mit solch Ehrfurcht und Terror, dass die Streitkräfte des dunklen Herrschers sich gegen ihre Brüder wandten. Form der Legende des Schwertes Urpfeil. Brandmarke 10 Uruks, lass sie einander verwende. Alles klar. Ich misch mich mal so in den Kampf. Sei mein Schwert. Komm, kämpf gegen dich. Kämpf gegen dich. Kämpf alle gegeneinander. Folge meinem Willen. Schön gegeneinander kämpfen. Gib deinen Willen auf. Hehehe, I love it. Muss abgehauen sein. Einführung Zerstörung. Diese Urks haben wir nutzen für dich verloren. Drücke, um Verstörung einzusetzen. Dies wird alle gebracht. Urks jetzt. Alter. Scheiße. Ich hab den Fleischhaken getötet dadurch. Nein. Das hatte direkten Einfluss auf den. Oh nö. Na gut, du bist in der Nähe. Dann werde ich dich jetzt in diese Armee reinschicken. Scheiß, Alter. Der ist da unten. Ich muss den jetzt... Oh Mann, das ist doch scheiße, Spiel. Warum hast du mich dazu gebracht, meinen Urung zu töten? Ah, da bist du ja. Tag kein Feuer. Feuer schlecht. Urung tötet Tag. Du hast also Probleme mit Feuer? Ah, das geht aber schnell. Befehligen. Ich will, dass du dich diesem Häuptling anschließt. Oh, mein Fleischhaken habe ich getötet. Dabei war der so cool. Da ist die Jagd. Geht er auf Jagd oder was? Ich hau ab. Oder ich mache jetzt mal die andere Legendenforschung. Stresst mich halt immer nicht alle. Da war doch ein Geräusch. Ich wusste doch, das hat eine negative Auswirkung, wenn ich jetzt Zerstörung anwende. Aber naja. Ja, tobt euch mal woanders aus da unten. Versuchen wir das jetzt noch einmal. Was geht hier ab? Was ist das für ein fackelndes Flammenmeer? Na, wenigstens kann mir der Hauptmann nicht in die Quere kommen. Ist das schon mal was? Das war knapp. Ey, hört mal auf, mich mal zu entdecken. Na gut. So kriegt man sie. La 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 la. Als ich von dir. Da drüben hat sich etwas bewegt. Hier ist nichts. Hab mir das Geräusch wohl eingebildet. Wir finden schon etwas anderes zum Töten. Keine. Das geht also. Ich sehe schon Gespenst. Was war das? Wenn ich euch aus der Distanz einfach töte, da hätte ich mir die Mühe sparen können. Ach was, wer hat mich denn schon wieder gesehen? Der Tag, auf ihn! Na toll. Was ein Babsäcker. Ja, was war denn das für ein Slow-Mo-Sprung?
Beim nächsten Mal ist er tot. Ach Mensch, Talion. Egal. Lass mal fallen. Dann habe ich jetzt eine Idee, wie wir es auch machen können, wenn da mehrere Sachen zählen. Was qualmt denn hier so? So, einen Versuch gebe ich mir jetzt erstmal noch, ansonsten machen wir eine andere Mission. Das hört sich nicht gut an. Ist auch nicht. Die sind noch abgelenkt, wenn ein Karagor kommt, oder? Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Was? Wieso bin ich denn schon wieder gesehen worden? Von wem denn jetzt? Ach, da komm, einen Versuch jetzt, aber jetzt langt's mal. Muss jetzt mal klappen hier. Komm ey, mich hat keiner gesehen. Ich wäre letztens fast in Flammen aufgegangen. Hättest du mal weniger Grog getrunken und aufgepasst, wohin du läufst. Es war nicht der Grog. Scheiße, kommst du hier hoch? Hey, zählt das sicher als Ablenkung? Das ist ja Sauerei. Warte, ich rieche etwas. Worüber beschwerst du dich? Dennoch. Was? Wieso? Bin ich schon wieder gesehen worden? Ey. Nein. Okay. Obwohl ich sage, der letzte Versuch, das ist jetzt wirklich definitiv der letzte Versuch, sonst habe ich echt keinen Nerv auf diese Mission. Ich habe noch anders zu tun. Wenn wir dem Grabwandler begegnen, dann bleib mir aus dem Weg. Nie im Leben, du Mager. Ich werde derjenige sein, der ihn tötet. Ach, ist das eine Frustmission. Irgendwie. Kam ich nicht weg und dann habe ich auch noch meinen Hauptmann getötet. Wieso? Das Spiel verarscht mich doch. Naja. Muss ich mir nochmal einen neuen bauen. Ich hab's ja auch schon gesagt beim letzten Mal, ich hab Bock Mist gebaut mit dem Hauptmann. Das war aber auch mein letztes Vergehen, Rückblick betrachtet auf das ganze Let's Play. Jetzt das Mal wollen wir dann uns als nächstes mit den Hauptmissionen weiter kümmern. Wir haben ja noch was mit dem Zwerg zu erledigen, ne? Da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, vergesst mir bitte einen Kommentar zu lassen, ich bin hier raus.